Moin und Servus, euer Mai hier zu einem neuen Video, zu einer neuen Reihe, zu einer neuen Serie. Also die Serie an sich ist nicht neu, aber in Mayas Kopf geht wieder los. Es ist die erste Folge der Staffel 2. Wir sind nicht mehr auf meinem Standard-Account unterwegs für diesen Vibe erstmal. Vielleicht ändert sich das nächsten Vibe, aber diesen Vibe machen wir noch fertig mit auf meinem Main-Account. Wir werden Meta-Loadouts spielen. Das sind jetzt erstmal diese drei Budget-Meta-Loadouts, die ich euch vorgestellt habe in dem Video, was jetzt oben verlinkt ist. Und danach werden wir nochmal in Richtung richtigen Budget gehen. Also ihr werdet hier nicht nur Meta-Loadouts sehen bei In Mayas Kopf, sondern wir wollen natürlich auch schauen, wie kommt man mit schlechterem Gear hin. Und heute gehen wir auf Customs und versuchen mit der DTMDR mal einen vollen Rucksack mit rauszubringen. Und ob mir das gelingt, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. So, da, Deploying in 14. Wir sind auf Customs unterwegs am Tag und spielen, wie gesagt, das Meta-Loadout aus dem anderen Video mit der MDR. Geladen haben wir M855A1 in der Waffe. Habe ich euch auch gesagt, bei Skia Level 4 kriegt ihr die super günstig. Die Munition, das ist eine der besten Munitionen, die es gibt, die auch sehr viel gespielt wird. Wir haben hier absoluten Top-Spawn für Dorms. Und ich sehe gerade, dass mein Hemostat verbraucht ist. Denn ich habe diese Folge in Mayas Kopf tatsächlich schon einmal aufgenommen. Also aufgenommen ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, ehrlich gesagt. Weil es hat da nicht aufgenommen. Ich bin dann nach der Runde, wollte ich dann auf Aufnahme beenden klicken und habe dann erst die Aufnahme gestartet und ich habe mich 3 Stunden lang dabei aufgenommen, wie ich ein Video editiere. Es war ein ziemlicher Fail. Aber ja, wir haben Topspawn für Dorms, deswegen gehen wir auch Dorms. Ein richtiges Ziel habe ich jetzt nicht. Hier ist ein Scav. Das ist Scav Boss. Scav Boss ist auf jeden Fall da, Familie Zawodzkoi, das ist nämlich schon der erste. Hier haben wir eben schnell die Waffe ab. Machen wir Licht mit Laser an. Kommt hier was runter? Nein, konnte nicht. Da haben wir den ersten. Gleich wieder nachladen. Wir haben nur 30er Magazine dabei, dementsprechend immer wieder nachladen. Normaler Scav. Kein Problem. Der Rest der Familie ist hier drin. So, wir haben alle. Wir looten sofort Rishala an. Denn hier haben wir einmal M856A1 drin. Granate Yototake brauchen wir jetzt nicht. Packen uns hier. Hier haben wir eine Slick gefunden. Sehr schön. Eine ganz komische Soundbox. Oh, Mama mia. I do not know how he knew. So, wir looten weiter. Schauen wir, was wir brauchen. Was wir nicht brauchen, schmeißen wir raus. GP-Coin nehmen wir mit. Hier gab es irgendwo mal einen Altin. Das recht in Erinnerung hatte. Oh, was ist denn mit dem Sound los, Mann? BT-Munition nehmen wir mit. Haben wir oben reingeschaut, haben wir gesehen, ist mit BT-Munition drin. Das nehmen wir mit. GP-Coins haben die wie aufgrund des Events aktuell. Der Kollege hier war sehr interessant unterwegs, muss man ihm ganz ehrlich lassen. Schmeiß mal seine Sachen weg. SMW-Munition nehmen wir noch mit. Da kommt nochmal ein Scav rauf und jetzt müssen wir langsam mal die Munition nachstecken, denn jetzt könnte es dann langsam problematisch werden. Der da unten macht einen Mag-Check, ist also dementsprechend wahrscheinlich auch... Oh shit, der ist gar nicht unten, der ist nämlich hier oben. Ist auch ein Scav, passt, haben wir erledigt. Ja, Sound in Tarkov aktuell seit dem letzten Patch, den sie da gemacht haben, eher problematisch, aber war vorher jetzt auch schon nicht so das Beste, das Gelbe vom Ei. Das Gelbe vom Ei, beim Meier. Ja, aber ist jetzt nicht unbedingt besser geworden dadurch. Aber so ist es halt, ne? Es ist trotzdem das Spiel, das wir lieben. Warum machst du nix? So, hier haben wir eine Adana. Nehmen wir das obere Ding mit. Schauen rein, was drin ist. Hier ist Warmage drin. Brauchen wir nicht. Da steppt schon wieder was. Haben wir auch. Das ist der falsche Scav. Wir brauchen den nochmal. Wir könnten jetzt... Hier wäre natürlich geil, wenn wir die 5er-Rüstung noch mitnehmen könnten. Ist jetzt aber nicht so dramatisch.
Brauchen wir jetzt auch nicht. Ganz wichtig ist bei den Adar Scavs Guards, dass er schaut, ob die den Thunderbeast Charlie vorne dran haben. Denn der ist ein Haufen Kohlen wert. So, dann machen wir hier noch eben. Das war der mit der TKM. Spritzen wir uns mal schnell, da kommt nämlich schon wieder was. Noch ein Scav. Ist ja richtig wild hier. Dorms ist auf jeden Fall... Ich weiß gar nicht, wie so viele Scavs da sind. Das ist unnormal, sag ich mal. Unnormal, sag ich mal, für Dorms. Wir machen noch die Saves. Dann schauen wir noch ganz schnell rauf zum Marktroom auf jeden Fall. Marktroom ist immer lohnenswert, sage ich. Den Flash Drive nehmen wir mit. Das Geld nehmen wir auch noch mit. Flash Drive, 3 Flash Drives und ein Stapel Papier geben im Intelligence Center im Hideout einen Folder of Intelligence. Könnt ihr den da herstellen? Immer sehr brauchbar, gibt gutes Geld. Flash Drives ist gerade am Anfang vom Wyrm extrem problematisch, wenn ihr die für die Skia-Quest braucht. Da müsst ihr nämlich zwei gleichzeitig abgeben. Die könnt ihr nicht zeitversetzt abgeben, sondern müsst ihr beide gleichzeitig haben. Hier haben wir jetzt eine MK18, die nehmen wir auf jeden Fall mit, aber vorher looten wir die MP7, klappen die zusammen und legen die eigentlichen rein. Wir können hier das PK06 wegbauen, dann machen wir das Compact Scope da drauf. Das geht da dran, das geht da nicht dran. So, normalerweise, ja, ich muss Munition rausdrücken. Das machen wir auf jeden Fall. Dann kriegen wir nämlich hier wieder Slots. Können wir jetzt schon die MP7 hier reinpacken. Dann weiß ich nicht, also normalerweise würde ich jetzt noch die 366er AP-Munition rausdrücken. Das wäre auch noch gutes Geld, was wir da sonst liegen lassen. Allerdings aufgrund dessen, dass ich jetzt eine Slick habe und... Ja, wir können aber, glaube ich, das Magazin zumindest mitnehmen. Dann haben wir ein Magazin davon dabei. Jetzt haben wir noch eine MK18. Wir haben schon einen extrem profitablen Raid. Wir gehen jetzt einmal kurz hier auf die Brüstung schauen. Hier runter. Taxi ist nicht da. Das ist problematisch. Das heißt, wir müssen jetzt zum Exit laufen. So hätten wir das Taxi mitnehmen können. Das Taxi wurde in letzter Zeit vergünstigt tatsächlich. Taxi war vorher immer 7000 auf Customs, also der Basepreis. Der verändert sich je nachdem, was ihr für eine Scav-Karma habt. Wird das teurer oder billiger? Wenn ihr eine gute Scav-Karma habt, wird es billiger. Wenn ihr eine schlechte Scav-Karma habt, dann wird es teurer. Und ja, jetzt haben sie es überall angepasst. Vorher war es nämlich auf Wurzeln und auf Interchange war dann der Taxi-Exit günstiger. Und jetzt kostet er überall gleich. So, dann nehmen wir noch das mit. Nehmen wir das auch noch mit. Jetzt haben wir absolut gar keinen Slot mehr frei, oder? Kann das sein? Ja, ist noch was. So. Dann verstecken wir uns einmal kurz hier. Machen uns unseren Arm wieder dran. Ich habe jetzt hier gerade durchsucht und während dem Durchsuchen geht kein Rechtsklick. Deswegen habe ich Doppelklick auf Survival Kit gemacht und um dann eben auf Use zu drücken. Spare ich mir keine Ahnung was. 3 Sekunden oder sowas. Wenn man sich das einmal angewöhnt hat, dann passiert das von automatisch. Und dann ist das auch kein Problem. So, den Arm haben wir uns wieder hergestellt. Jetzt mache ich doch noch die Magazine leer. Und während wir das machen, sage ich euch Leute, Paulaner Spezi ist scheiße, trinkt das Original. Ich werde dafür nicht bezahlt, aber ich finde es immer wieder schade, wenn Paulaner Spezi so hoch gelobt wird und das originale Spezi komplett vernachlässigt wird. Wenn ihr keinen Zucker oder sowas wollt und ihr wollt trotzdem Koffein, dann kauft euch einen Fesky. Link ist unten in der Videobeschreibung. Dafür werde ich allerdings bezahlt. Bisschen Transparenz. Bisschen Werbung. Wir haben ja eh nichts anderes zu tun gerade. 19 Schuss SNB. SNB ist immer so eine Sache. SNB geht natürlich super gut durch Armor. Und das Problem an SNB ist aber, dass wenn ihr zum Beispiel gegen eine Level 4er Rüstung spielt, dann könntet ihr mit PS-Munition, also mit 762x54 RPS, könntet ihr ihn einfach one-shotten. Also mit einem Schuss den Gegner töten. Deswegen spiele ich immer gerne PS-Munition. Früher hieß sie 7N1.
Auf eine Level 6er Rüstung oder so brauchst du halt dann 2 Schuss oder 3 Schuss mehr. Das muss halt dann durchballern, aber gerade bei Bold Action Sniper zum Beispiel finde ich das halt viel angenehmer. In der SVD kann ich verstehen, dass man SNB spielt, weil dann kann man einfach öfters drücken. Das geht schneller. Aber in einer Bold Action, wie zum Beispiel in einer Mosin oder sowas, würde ich immer 7-Man einspielen, wenn ich ehrlich bin. So, können wir die Munition auch noch rausmachen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Können wir uns ein bisschen besser bewegen. Hier, die können wir saven. Haben wir schon mal 50 Schuss. AP 366er safe, egal was passiert. M8561 auch eine sehr gute Budget-Munition für die 556er Waffen. Aber wie gesagt, wenn man den Skier-Spawn abwartet, dann kostet M855A1 auch nahezu gar nichts. So, und seit geraumer Zeit ist auch der Tarkov-Truck-Exit auf Customs immer offen. Ne, das war früher ein optionaler Exit, der nicht immer offen war. Der ist jetzt immer offen. So, wir haben aktuell 69,4 Kilo dabei. Deswegen nehme ich jetzt einen Mule-Stim. Und packen wir das noch hier runter. Mule-Stim macht, dass man 50% mehr tragen kann. Ist der M.U.L.E. Stim. Mule bedeutet Esel auf Englisch. Maultier, keine Ahnung, das ist glaube ich ein Unterschied, ne? Es gibt einen Unterschied zwischen Esel und Maultier, habe ich nie verstanden. Irgendeine Kreuzung mit Pferd und Esel und ach, weiß egal was. Aber auf jeden Fall, da könnt ihr dann mehr tragen. Seid also nicht so kriechen unterwegs. Ist ein teurer Stim, kostet so 70.000, 80.000. Aber für solche Runden, in denen man eben so viele Kilos dabei hat, da rentiert das sich dann auch, ne? Wenn ihr euch besser bewegen könnt, dann ist die Chance auch höher, dass ihr es zum Exit schafft. Ohne, dass euch irgendwer wegholt. Hier müssen wir noch aufpassen. Hier gibt es nämlich eine Quest. Hier in dem Busch muss man eine Kamera platzieren. Dementsprechend ist hier auch ganz gerne mal noch Verkehr. Auch etwas später in der Runde. Umso Questpunkte immer rum aufpassen. So, und hier ist jetzt das Lagerfeuer auf. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier gleich raus. Aber bevor wir hier rausgehen, müssen wir einmal die Umgebung scannen. Und vor allem müssen wir scannen, ob da oben einer drauf sitzt, auf dem Dach. Aber den würden wir sofort sehen. Seine Silhouette ist da sehr gut erkenntlich. Sind immer so Punkte, bekannte Camper-Punkte sozusagen oder bekannte Punkte, wo Leute liegen. Die müsst ihr immer abscannen. Jedes Mal, wenn ihr dran vorbeilauft. Ne? Das müssen einfach das sind so gesetzte Ziele. Da müsst ihr immer hinschauen, egal wo ihr gerade auf der Map seid. Wenn der euch da sehen kann, solltet ihr auch da hinschauen, um zu sehen, ob er denn da ist. 11 Minuten und 11 Sekunden, passend zum Karnevalanfang letzte Woche. Da haben wir einen Raid mit 11 Kills und davon ein PMC namens Shitter, der extrem gut unterwegs war. Der hat auf jeden Fall ein bisschen mehr gewusst als ich. Aber gut. GGs. Wir haben easy die Familie Zawodzkoi hops genommen. Die Familie Zawodzkoi sind die Guards von Reshalla. Ich weiß gar nicht, ob Reshalla mit den Guards überhaupt verwandt ist oder ob das Zufall ist. Damage Shelter Body 1800 haben wir gemacht. Absorb bei Armor 206. Das wird wahrscheinlich nur der Slick Guard gewesen sein. Aber selbst den haben wir super easy über den Haufen geschossen mit M855A1. Seht ihr also, ist eine gute Munition. Wir sind auf dem Weg zu Level 54. Kappa ist in greifbarer Nähe. Der gute Kappa-Container. Ja, und wir haben richtig, richtig gutes Zeug rausgebracht, wa? Also, da kann man nicht maulen. Ansonsten, wenn ihr eine Sache erledigt habt auf eurem Raid oder in eurem Raid eher gesagt, dann geht raus. Macht euch da nicht extra nochmal Gedanken so, ah nee, komm, die Quest mache ich jetzt auch noch. Wenn ihr nämlich eh schon komplett voll seid und nichts mehr looten könnt oder sowas, dann schaut eher, dass euer Kontostand wächst, als dass ihr nochmal eine Quest macht oder sowas. Wenn ihr noch nichts erreicht habt in dem Raid und ihr habt zwar eine Quest abgeschlossen, aber ihr könntet noch eine andere Quest machen und eure Rucksack und sowas ist noch leer, dann würde ich tatsächlich noch die andere Quest angehen, um dann zu schauen, ob man da vielleicht noch was looten kann. Aber jetzt in dem Fall waren wir komplett voll. Wir waren im Marktroom drin, wir haben den einen Safe gelootet, wir haben den anderen Safe noch vergessen, also 214 hätten wir noch looten können, denn den wir gelootet haben, das war 204. Sind so die wichtigsten Schlüssel im Dreier Dorms. 214, 204 und der Dorm Room 314 Marked Key. Das sind die wichtigsten Schlüssel im Dreier Dorms, beziehungsweise auf Customs allgemein. Wenn man den Factory Key noch dazu nimmt, dann hat man da wirklich die wichtigsten Schlüssel auf Customs. Ja, das soll es schon gewesen sein. Das war die erste Runde mit dem Meta-Loadout, was ich euch letzte Woche vorgestellt habe. Heute haben wir die DTMDR gespielt und wir werden nächste Woche Mittwoch werden wir dann die RPK oder die AK spielen. Da könnt ihr gerne mal unten in den Kommentaren schreiben, welche ihr denn als erstes sehen wollt.
Und ja, und wenn wir die zwei dann abgehandelt haben, dann schauen wir mal, dass wir mal in die Budget-Version reingehen, irgendwie was super günstiges spielen, dass wir vielleicht mit 300.000 oder 250.000 Rubel sogar hinkommen. Aber das wird sich zeigen. Und solltet ihr das noch nicht getan haben, lasst einen Daumen da und ein Abo. Das würde mich riesig freuen. Wir sehen uns nächste Woche zu In Meyers Kopf oder zu irgendwelchen anderen Videos, die hier die ganze Zeit auf dem Kanal kommen. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Meyer. Ciao, ciao.